Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, endlich mal wieder. Ich glaube, das letzte Video ist ja im Sommer, soweit ich weiß, entstanden. Also schon etwas länger her. Und jetzt habe ich mal wieder Zeit gefunden, ein neues Video zu drehen. Und in diesem Video zeige ich euch mal den November, wie der so lief. Vorab sei aber natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder sonstiges benötigt. Ja, seitdem hat Trade Republic hier auch eine neue Ansicht. Ich glaube, im letzten Video gab es ja noch das alte Design eben, was ich persönlich auch schöner fand. Da hat Trade Republic ja auch ziemlich viel Kritik kassiert. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schön übersichtlich. Also in manchen Teilen schon. Beispielsweise das mit dem Cash oder dass man direkt angezeigt bekommt, ja, wie viele Zinsen man eingenommen hat. Aber ja, ich weiß nicht. Ich fand das alte Design schöner, aber schreibt gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Ich habe im September circa so 1600 Euro ausgezahlt, die ich einfach gebraucht hatte. Und ja, stehe jetzt gerade hier bei 9.072,96 Euro. Und hier im Cash-Bereich habe ich 229,34 Euro zur Verfügung. Da werden ja jetzt am Montag dann wahrscheinlich die Sparpläne ausgeführt, wenn sie nicht schon ausgeführt wurden. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, und hier bei Einkommen beispielsweise sehen wir eben die Zinsen. Da habe ich jetzt zum 1. Dezember 47 Cent bekommen und dann noch die Dividende von Sylvania Platinum 1,85 Euro. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start in den Dezember. Schauen wir uns das mal für November an. Da gehen wir hier mal auf das Einkommen und dort sehen wir eben die Dividenden im November und eben auch die Zinsen. Also da habe ich 45 Cent Zinsen eingenommen und dann eben eine Dividende von Realty Income 4,47 Euro, British American Tobacco 7,27 Euro, ist natürlich ein extrem guter Zahler und Verizon Communications 6,09 Euro und damit beläuft sich das Einkommen hier auf 18 Euro. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Tag gestern lief ganz gut, die Woche ein kleines Plus und eben der November lief ganz gut, also hier größtenteils eben im Plus gewesen, letztlich eben bei einem Plus von 3,37% oder 295,55 €. Also ist auf jeden Fall ganz gut. Ich habe tatsächlich auch viele Aktien verkauft und rausgeschmissen. Das ist aber alles im September so passiert. Also wenn man hier mal drüber guckt, habe ich nicht mehr so extrem viele. Ja, also wer die alten Videos gesehen hat, der wird die eine oder andere Aktie da wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen. Aber wir beginnen mit BioNTech, die ich immer noch in meinem Depot habe, nach wie vor, und schauen uns hier mal den Monat an. Und der Monat sah ja ganz okay aus, 3,47%. Also es pendelt natürlich jetzt immer hin und her. Das Jahr war ja jetzt echt nicht gut und ist bislang immer noch circa 40, 42% waren es, glaube ich, genau, 42,94% im Minus. Bin hier natürlich immer noch extrem im Minus, 55% ist natürlich echt richtig stark, aber nach wie vor glaube ich an BioNTech und werde sie daher auch in meinem Depot halten. Realty Income, ja, hier sehen wir direkt die Jahres, ja, wie die im Jahr jetzt performt haben. Der letzte Monat lief ganz gut. Die sind ja hier
wann war es? Ja, Ende August sind sie ziemlich stark abgesunken. Hier September, Oktober. Hier war der schlechteste Tag, wenn man es aufs Jahr betrachtet. Der 30. Oktober. Und jetzt erholen sie sich davon gerade. Bin hier insgesamt mit meiner Position 18,29% im Minus. Und ja, habe 22 Anteile hier auch nach wie vor. Ich habe hier nichts dazu gekauft. Und ich weiß gar nicht. Ah, genau, hier sieht man die Rendite pro Anteil: 5,69% jetzt hier. Man sieht eben den Vergleich zwischen den Jahren. Ich glaube, sonst hatte Trade Republic eben die Ansicht, dass man das anhand der Monate gesehen hat, soweit ich weiß. Oder wenn man hier mal auf Dividende klickt. Ah, okay, kann man hier auch sehen. Ja, ist auf jeden Fall jetzt immer noch bei 23 Cent pro Anteil und kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Lockheed Martin. Ja, der Monat war nicht so gut, 4,23% Minus gemacht. Bin hier mit 40% circa im Plus, 237,60 €. Dann LVMH, ja, der Monat 3,92% im Plus, also Plus gemacht, und hier aber 3,31% im Minus, entspricht circa 24 Euro. Broadcom, ja, auch ein nicht so toller Monat, beziehungsweise ein sehr toller Monat, 7,57% plus gemacht. Das hat mich gerade verwirrt, dass das hier in Rot dargestellt ist. 40% bin ich hier insgesamt im Plus, 162 Euro, und das ist ja auch hier eine Sparplanaktie. Ah, und hier steht es, in 2 Tagen werden eben die Sparpläne hier ausgeführt und Broadcom bespare ich hier monatlich mit 25 Euro. Dann Allianz, 6% auch plus gemacht, bin hier insgesamt 21,7% im Plus. Unilever, ja, Unilever ein kleines Minus, insgesamt hier auch ein kleines Minus, 0,76% im Minus. Und ja, ansonsten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier manches in Rot dargestellt wird, manches in Weiß. Vielleicht liegt es auch am Logo, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wahrscheinlich schon. Aber falls ihr das wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. So, Verizon Communications, fast 7% plus gemacht. Hier habe ich auch ein kleines Plus insgesamt und es ist auch eine Sparplanaktie. Coca-Cola, ja, auch ein klitzekleines Plus. Insgesamt habe ich auch 6,72% noch im Minus. Dann Novo Nordisk, kleines Plus. Insgesamt hier 112,57% im Plus, was mich natürlich sehr, sehr freut. Also mein Buy-in hier bei 43 Euro. Und ja, in Rendite somit hier 202 Euro. Genau, zahlen hier auch eine Dividende. Wenn wir uns das hier mal ansehen, dann gab es die letzte im August, nämlich 81 Cent pro Anteil. Dann British American Tobacco, 4% circa plus gemacht. Hier bin ich aber auch noch 8,7% im Plus. Ist natürlich ein echt sehr guter Dividendenzahler. Also wenn wir das mal hier sehen, 9% pro Anteil ist natürlich echt schon krass. Wurde auch nochmal im Vergleich zu den anderen Jahren deutlich erhöht. Und ja, freut mich natürlich sehr. Dividenden machen einen irgendwie immer glücklich. Next Era Energy, ein kleines Minus hier gemacht. 23% hier auch noch im Minus. Dann Walt Disney, 42% im Minus, also auch noch ja, sehr deutlich. BlackRock hatte den Monat, also der Monat lief richtig gut, fast 20% hier plus gemacht. Bin hier aber insgesamt auch noch 8% im Minus. Nelazar, ja,
11,23% plus gemacht, aber auch hier 46,81% im Minus. Dann Li Auto, 5% den Monat plus gemacht und hier bin ich 15%, aber im Minus noch. Fiverr, ein plus 26%, sehr gut, aber Fiverr ist, glaube ich, mit meine schlechteste Aktie, hier fast 82% im Minus. Guckt man sich das Jahr mal an, dann sieht man, dass Fiverr hier auf jeden Fall noch lange nicht auf dem Stand von März ist und selbst dann ja, wäre ich hier noch deutlich im Minus. Mal schauen. Xpeng, oder ich hoffe, es wird so ausgesprochen, ein kleines Plus, insgesamt haben wir auch 17% im Minus. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie sich diese Aktien entwickeln. Also auch hier Li Autos. Analysten sagen kaufen, aber ja, wer weiß, wie die Zukunft hier aussieht. Das wird man dann natürlich erst sehen. Zalando, ein kleines Plus. Auch hier 72,69% im Minus. Ah, okay, und hier habe ich meine Frage quasi selbst beantwortet, ob der Graph, die Farbe des Graphs hier vom Logo abhängig ist. Und ja, scheinbar schon. Sylvania Platinum, ein kleines Minus. Insgesamt hier 34% im Minus. Dann hatte ich ja noch meinen AMC-Anteil. Ich hatte ja hier eine kleine Position von AMC. Auf jeden Fall ja auch 93,48% im Minus. Ich weiß nicht, ob hier jemals mal wieder irgendwas passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, mal schauen. Also, ich weiß nicht, was hier passiert. Ob das überhaupt noch was bringt oder nicht. Keine Ahnung. Ich bin bei AMC überhaupt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ja, vielleicht habt ihr Ahnung. Also, dann klärt mich gerne auf. Und dann hier noch ein Knockout-Zertifikat. Und zwar eine Long-Position auf den Nasdaq. Und hier bin ich gerade 0,66% im Minus. Und ja, schauen wir auch hier mal Montag, wie es da weiterläuft. Der Monat war ja ganz gut. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Und ja, das ist auch schon meine Position jetzt für November. Also lief ganz gut. 3,37% wie gesagt plus gemacht. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Würde mich natürlich auch mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.